Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Gábor Lendyel, Seniorrabbiner, ehemaliger Manager und Reservist der israelischen Armee. Der 82-Jährige lebt heute in Hannover. Geboren wurde er 1941 in Budapest in eine modern-orthodoxe jüdische Familie. Sehr spät, erst 1944, wurde Ungarn von der Wehrmacht besetzt. Hunderttausende dort lebende Jüdinnen und Juden fielen dem NS-Völkermord zum Opfer. Gábor Lendyel überlebte die Shoah in einem Versteck im Budapester Ghetto zusammen mit seinem Bruder und seiner Tante. Nach der gewalttätigen Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands 1956 gegen das kommunistische Regime floh Lendyel nach Israel. Dort machte er eine Ausbildung, leistete Wehrdienst in der israelischen Armee und machte Abitur. Zum Studium ging er an die TU Braunschweig, wurde Ingenieur, dann Manager. Seit Jahren setzt er sich für den christlich-jüdischen und den muslimisch-jüdischen Dialog ein. Heute begleitet er als Seniorrabbiner die liberal geprägte Reformsynagoge Hamburg. Ich habe mit ihm über sein bewegtes Leben gesprochen, über Shabbat Shorah, das Massaker an mehr als 1400 Israelis am 7. Oktober durch die Terrororganisation Hamas, seinen Blick auf den Nahostkonflikt und die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hier in Deutschland. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter mit Gábor Lendyel. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Herr Lendyel, es geht heute auch um ein sehr schweres und ernstes Thema. Trotzdem starten wir wie immer mit einem Frage-Antwort-Spiel zum Warmwerden. Was ist Ihr Lieblingsgericht? Lieblingsgericht ist Nudel mit Mohn. Mit Mohn und mit ein bisschen Marmelade. Das ist irgendwie aus Ungarn noch geblieben bei mir. Das klingt sehr, sehr lecker. Das klingt und das schmeckt auch lecker. Ja, ja. Ja, das ist irgendwie noch aus Ungarn. Das ist mag ich sehr. Und dann gibt es natürlich vieles andere. Aber ich esse sehr viel Salate, um gesund zu bleiben und sehr wenig Fleisch. Ah ja. Und wenn schon Fleisch, dann sogenannte koscheren Fleisch. Und wir kaufen beim türkischen Geschäft, da gehen wir davon aus, dass das halal ist. Ja. Und deshalb habe ich kein Problem mit dem Fleisch. Ja. Herr Lendyel, was ist Ihr Lieblingswort? Wenn ich unterrichte an der Uni, erzähle ich viel über das Judentum. Und dann erzähle ich mit zwei Worten die Grundlage des Judentums. Ich halte 90 Minuten Vorlesung und am Ende sage ich, ach, wisst ihr, 90 Minuten habe ich viel geredet, aber in zwei Worten kann ich euch Judentum erklären. Und das ist tatsächlich vielleicht sehr wichtig für mich als Wort, Erinnerung und Hoffnung. Auf Hebräisch, Zachor v'Hatikva. Das ist für mich wichtig. Also die zwei Worte sind schon für mich prägend. Natürlich habe ich auch ein Lebensmotto, das heißt auf Hebräisch Alt istakel ala kankan ela ma sheyesh betocho. Auf Deutsch heißt das, schaue nicht auf den Krug, sondern auf dessen Inhalt. Das heißt, ich lasse mich nicht verblenden über die Facette eines Menschen und. Also nicht auf das Äußere schauen, sondern... Äußere ist natürlich sehr wichtig, sehr wichtig, aber für mich persönlich, für mein Leben ist wichtig, was ist da drin, in dem Gebäude, in dem Museum, bei dem Menschen, was ist da drin? Ja. Was ist für Sie aktuell das Unwort unserer Zeit? Unwort ist im Augenblick leider barbarische Massaker. Ja. Das kann ich Augenblick, sonst nicht, aber seit dem 7.
7. Oktober. Wir nennen das Schabbat Schochor, der schwarze Schabbat, barbarisches Massaker. Leider. Darüber und über die Auswirkungen in Deutschland wollen wir später sprechen. Jetzt wollen wir erstmal über Ihr Leben reden. Ja. Sie sind 1941 in Budapest in Ungarn geboren. Zunächst blieben die in Ungarn lebenden Juden vom NS-Völkermord verschont. Aber Mitte März 1944 wurde dann Ungarn ja von deutschen Truppen besetzt. Und ab Juni 1944 wurden Zehntausende Budapester Juden auch in Konzentrationslager nach Deutschland deportiert, um dort in der Rüstungsindustrie Zwangsarbeit zu verrichten. So auch Ihre Mutter, habe ich gelesen. Ja, nicht nur meine Mutter. Wir waren Oktober, November 1944 schon so weit, weil ab Oktober kam die, nicht nur Eichmann. Eichmann kam, wie Sie sagen, am 19. März 1944, nur mit einer kleinen Truppe von Wehrmachtssoldaten. 300, 500 Wehrmachtssoldaten. Also ich pflege zu sagen, die Hauptakteure waren nicht nur die Nazis, sondern die ungarischen Pfeilkreuzler und die Faschisten. Und von Mai 1944 bis etwa in 3 Monaten hat man 430.000 Jüdinnen und Juden nach Auschwitz deportiert. Die Budapester Juden sollten am Ende rankommen. Und meine Mutter und Vater wurden abgeholt im Oktober 1944. Oktober 1944. Und in der Tat, meine Mutter habe ich nie wieder gesehen. Sie wurde nach Ravensbrück abtransportiert. 5 Waggons wurden von Ravensbrück nach Burgau, Außenlager von Dachau, mit 500 Frauen eingepascht, gefahren. Und meine Mutter hat diese schreckliche Todesfahrt nicht überlebt. All das habe ich erst vor einigen Jahren erfahren. Mein Vater konnte sich irgendwie retten, aber das kennen wir von der Tätergeneration, auch von der Opfergeneration, die sogenannte schweigende Generation, sodass wir mit meinem Vater nie darüber sprechen konnten. Und er hat nie darüber erzählt, so dass ich überhaupt nicht weiß, wie er sich gerettet hat. Also er war auch verschleppt worden. Er war aber angeblich, so irgendwelche Freunde berichteten, dass ihm gelungen ist, irgendwo zu fliehen, so dass ich habe kein Nachricht und nicht mehr natürlich kein Beweis, dass er in Konzentrationslager war oder hat er sich retten können irgendwo anderswo. Aber er kam krank, schwach zurück und starb sehr früh, 56, im Alter von 59. Sie haben jetzt gesagt, über das Schicksal Ihrer Mutter haben Sie erst viele Jahre später Details erfahren. Sie selbst haben in einem Versteck überlebt, zusammen mit Ihrem Bruder und einer Tante. Haben Sie noch Erinnerungen an diese schreckliche Zeit? Ja, diese Frage stellen sehr viele Leute, auch mein Sohn, mein ältester Sohn. Ich habe kaum Erinnerungen. Mit 3 und 4, behaupte ich, gibt es keine Erinnerungen. Das heißt, all das, was ich Ihnen stundenlang erzählen könnte und würde, das sind keine Erinnerungen, sondern das sind nachgelesene Erfahrungen, Informationen, Aufschreibungen, Bücherinhalte. Und das tue ich ungern. Deshalb sage ich allen Journalisten und Journalistinnen und allen, die mich fragen, ich bin ein zufällig Überlebender, aber ich bin kein Zeitzeuge.
Und das erzähle ich auch vielen Politikern auch, weil ich eine andere Haltung habe zu den Erinnerungstagen 9. November und 27. Januar, wo sie immer wieder Zeitzeugen einladen, angebliche Zeitzeugen, die im Prinzip halbe Stunde reden, aber sind zu jung, um tatsächlich Zeitzeugen zu werden. Und die wahren Zeitzeugen gibt es heute kaum mehr. Also da bin ich auch sehr, sehr kritisch. Ja. Dennoch die Frage, also die spätere Zeit dann, spätere Kindheit, frühe Jugend. Welche Erinnerungen aus dieser Zeit haben Sie geprägt? Ja, dann natürlich habe ich Erinnerungen, weil ich beispielsweise als, sagen wir mal, halbe Waise, sagt man. Ich war in ein Waisenheim in 47, 48, in einem jüdischen Waisenheim. Und da war ich natürlich auch in eine jüdische Schule, solange die Schule nicht verstaatlicht wurde. Von dieser Zeit habe ich sehr viele Erinnerungen, gerade als junger Jude in Budapest. Und mein Vater hat eine sehr wichtige Rolle im ungarischen Judentum. Er war nicht im Vorstand, aber heute würde man sagen, der Chefkontroller des ungarischen Judentums. Und vor dem Krieg waren immerhin über 900.000 Juden. Und er war im Zentralverband, so dass ich die Chance hatte und die Freude hatte, mit vielen, vielen bekannten Persönlichkeiten im jüdischen Leben, mit vielen, vielen Rabbinern sogar Kontakte zu haben. Diese Erinnerungen prägen mich selbstverständlich bis heute. Wenn Sie jetzt nochmal an Ihre Schulzeit zurückdenken oder auch an dieses Waisenheim, wie war das für Sie? Also war das, es war ja schon schwer. Ihre Mutter lebte nicht mehr. Das war sicherlich nicht einfach, aber als Kind, glaube ich, nimmt man diese Vorgänge anderes als ein Erwachsener. Und ich hatte meine Tante, die Schwester von meinem Vater, die Rolle übernommen hat, quasi anstelle meiner Mutter. In der Schule wusste beispielsweise jede Lehrerin und jeder Lehrer, dass ich Jude bin. Die wunderbare katholische Lehrerin in der Grundschule wusste, dass ich an bestimmten Feiertagen, jüdischen Feiertagen, nicht zur Schule komme, trotz kommunistischer Zeit. Und dann später ein sehr wichtiges Ereignis im Gymnasium. Da hatten wir einen Lehrer, einen Russischlehrer. Ein wunderbarer Lehrer, aber sein Wesen habe ich erst viel, viel später kennengelernt. Es ist spannend, was passierte, nachdem er gestorben ist. Seine Tochter hat oben im Dach zwei Kartons gefunden, hat geöffnet und da waren Briefe von 6, 7 Schülern, die aus Budapest 56 geflüchtet sind. Ich nach Israel, mein Bruder nach Paris, viele andere nach England, nach New York, nach USA. Und die haben Briefe geschrieben an den geliebten Lehrer. Und diese Briefe, die Tochter war einfach sprachlos. Und irgendwann mal hat sie mich erreicht. Das war vielleicht vor 20, 25 Jahren. Und hat sie mich gefunden im Internet und da haben wir Kontakte aufgenommen. Und diese Briefe, die wir 6, 7
Dissidenten an unseren geliebten Lehrer geschrieben haben, wurden dann in eine ungarische literarische Zeitschrift 2-3 Wochen lang veröffentlicht. Ah, ja. Und das war schon sehr bewegend. Das glaube ich, ja. Also 56 war ja der Volksaufstand in Ungarn. Exakt. Ja. Ich war mit dabei. Da war mein Vater leider schon tot. 3 Wochen vorher starb er plötzlich, unerwartet. Und ich habe Geräusche gehört auf der Straße. Meine Tante, habe ich gesagt, ich gehe runter. Das war um 3:30 oder 4. Und ich kam erst um 8 nach Hause. Ich war mitmarschiert zwischen den Tausenden und Abertausenden zu dem großen Platz vor dem Parlament, Kossuth-Platz. Und da haben wir protestiert gegen die kommunistische Diktatur. Und das war schon ein besonderes Ereignis. Da waren keine Schießereien. Und ich kam um 8 Uhr nach Hause und ein Teil der Menge ging vor dem Rundfunkhaus. Und da wollten sie einen 10-Punkte-Plan vorlesen. Und da begannen die Schießereien. Ein Teil der Schießereien. Und meine Tante, Gott sei Dank, hat sie mich erlebt noch vor der Schießereien. Und nach dem Aufstand hat Erfolge erzielt bis 31. Oktober. Und danach am 4. November 1956 wurde Budapest umkreist, der Aufstand niedergeschlagen. Und ich bin Anfang Dezember mit 6-7 jungen Jüdinnen und Juden über einen Schlepper nach Österreich geflüchtet. Von Österreich dann aus weiter nach Israel, ja, wo Sie zunächst eine Ausbildung gemacht haben zum Feinmechaniker, Militärdienst anschließend und dann Abitur. Wie war diese Zeit für Sie in Israel? Ich kam nach Israel im Dezember. Am 19. Dezember kam ich zu diesem Jugenddorf. Der Jugenddorf wurde errichtet von einem deutschen jüdischen Arzt in den 20er Jahren. Das war in Israel, Jugenddorf in Israel, Ben Shemen, ein wunderbarer Ort, wo auch 10 Jahre vor mir auch der ehemalige Staatspräsident Shimon Peres da war. Da muss man sich vorstellen, Israel war damals 8 Jahre jung. Für mich war es Anfang sehr, sehr schwer, weil ich als Budapester Junge nur in der Stadt aufgewachsen bin, sodass ich nicht wusste, wie ein Kuh richtig aussieht. Und da kam ich zur Landwirtschaft. Insofern war es schwierig. Vorteil war ich, dass ich als 5-jähriges Kind von einem orthodoxen Haus stammend sehr gut schon Hebräisch beten konnte. Ich konnte nicht verstehen, aber konnte Buchstaben, so dass ich Hebräisch relativ schnell in Ben Shemen gelernt habe, so dass nach 8 oder 9 Monaten bin ich nach Jerusalem gekommen und da habe ich ein Stipendium bekommen und dort von Hadassah, die größte Frauenorganisation, jüdische Frauenorganisation der Welt, damit ich eine Feinmechanik-Ausbildung in Jerusalem 4 Jahre lang machen konnte. Und das war natürlich sehr, sehr prägend und sehr wichtig. Und natürlich israelische Verteidigungsarmee, Selbstverständlichkeit, 2,5 Jahre. Und dabei parallel habe ich angefangen, auch Abitur zu machen. Sodass ich dann während der Armeezeit kurz am Ende schon auch Abitur hatte. Nicht nur Technikerdiplom, sondern Abitur auch. Ja. 1965 sind Sie dann zum Studium nach Deutschland gegangen, an die TU Braunschweig. Warum von Jerusalem aus dann oder von Israel aus? Von Tel Aviv, ja, dann jetzt genau, nicht. Ausgerechnet nach Deutschland. Ja, weil ich überall geschrieben habe, ich brauchte Stipendium, ich war mittellos.
Und ich habe dann ein Stipendium bekommen vom Deutschen Akademischen Austauschdienst 1965 im Juli. Erstmal war es natürlich seelisch nicht einfach, nach Deutschland zu kommen. Aber darüber brauchen wir jetzt nicht so viel zu reden. Ich hatte mit mir ständig ein Ringen. Was suchst du hier in Land der Mörder? Du kannst nicht nach Deutschland fahren. Das ist unmöglich. Du kannst überall anfangen, aber nicht nach Deutschland. Und ich hatte wieder ein Lehrer, der für mich sehr viel bedeutet hat in Jerusalem. Und später war er Professor in Hamburg. Und er hat gesagt, du musst dahin, das ist für dich eine Herausforderung. Und es gibt schon andere Gesichter in Deutschland. Mhm. Und er war derjenige, der mich motiviert hat. Und das war für mich sehr, sehr schwer, weil ich viele Sprachen sprach, aber kein einziges Wort Deutsch. Mhm. So dass ich nach 2 Monaten Goethe-Institut habe mein Studium begonnen in Braunschweig. Mhm. Und Sie haben, also ich mache jetzt mal ein bisschen den Zeitraffer, dann viele Jahre als Ingenieur bei verschiedenen international tätigen Unternehmen gearbeitet, zuletzt bei IBM. Und Sie waren aber parallel dazu 1966 schon Gründungsmitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und haben dann in den Folgejahren einen christlich-jüdischen Dialog und einen jüdisch-muslimischen Dialog initiiert in Niedersachsen. Was hat Sie motiviert? Als ich dann mit meiner beruflichen Karriere fertig war, habe ich angefangen zu arbeiten quasi als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Braunschweig, kleine Gemeinde. Und dann habe ich gesagt, wenn du hier bist, dann müsstest du auch mit der Kirche versuchen zusammenzuarbeiten, damit diejenigen, die quasi die ganze Entwicklung in Deutschland nicht nur von 33, sondern davor schon kritisch gesehen haben, damit ich diese Menschen unterstütze und soweit ich helfen kann, damals waren noch relativ wenig, diese Menschen unterstütze. Mhm. Und deshalb habe ich mich engagiert, heute ist das fast 40 Jahre schon, christlich-jüdische Zusammenarbeit. Mhm. Muslimisch-jüdisch kam erst in den letzten 10 Jahren. Und wie ist das entstanden? Muslimisch-jüdisch entstanden, dass ich hier Kontakte hatte mit Haus der Religion in Hannover. Das ist eine wunderbare Einrichtung, wo nicht nur die abrahamitische Religion, sondern andere Religionen auch vertreten sind. Und dann habe ich Vorträge gehalten über Judentum. Mhm. Ich hatte da auch eine ganz nette schiitische Frau aus Iran. Mhm. Und diese Frau kam zu mir und sagt, wir sollten zusammen etwas machen. Mhm. Und da habe ich gesagt, mit dir auf jeden Fall. Mhm. Und so kam es, dass wir Abende gemacht haben, im Jahr, ich glaube, 7, 8 Abende, 2 Jahre lang. Wir lesen Koran und Torah zusammen. Und da haben wir bestimmte Themen ausgesucht, nicht nur harmlose Themen und nicht nur Harmonie, sondern auch schwierige Themen. Und darüber haben wir uns unterhalten und dann Fragen und Antworten mit dem Publikum. Was war zum Beispiel so ein schwieriges Thema? Schwieriges Thema, Gewalt im Koran und Gewalt in der Tora. Mhm. Wie gehen wir damit um? Und wenn man so will, meine Hauptbotschaft war dort auch und auch in der Uni, wo ich jetzt in diesem Jahr nicht mehr, weil ich gesagt habe, ich unterrichte nicht mehr, sollen andere ran. Aber ich habe 12 Jahre lang in der Leibniz-Uni in Hannover angehende Lehrerinnen und Lehrern Judentum beigebracht. Mhm. 13 Vorlesungen oder Blockseminare. Mhm. Und wenn man so will, meine Hauptbotschaft war, glaube nicht an die einzige Wahrheit. Lese immer mehrere Quellen, lese immer mehrere
Zeitungen und glaube nicht an die einzige Wahrheit. Wenn du an die einzige Wahrheit glaubst, marschierst du langsam, aber sicher Richtung Fundamentalismus. Und das ist nicht mein Leben. Das erinnert mich dran, ich war mal bei einer Vernissage vor ein paar Jahren von einem jungen syrischen Künstler in einer Kirche, in der Marienkirche in Göttingen. Und der damalige Superintendent Friedrich Selter hat diese Vernissage eröffnet. Und es ging in dieser Kunst um den Gründungsmythos, also wie ist die Erde entstanden und so weiter. Und der Superintendent hat eben auch diesen Satz gesagt, es gibt nicht die eine Wahrheit. Das hat mich auch sehr berührt. Ja, ja. Also das ist die Botschaft. Und natürlich habe ich damit nicht nur Freunde, weil viele jüdische Menschen oder muslimische Menschen, christliche Menschen, dass diese Auffassung ablehnen. Und ich als Rabbiner, der eigentlich von der Orthodoxie stammt, und jetzt Reformrabbiner ist, sage, glaube nicht an die einzige Wahrheit. Das passt auch, finde ich, gut zu diesem Lebensmotto. Betrachte nicht den Krug, sondern den Inhalt. Exakt. Das passt, glaube ich, hervorragend. Sie haben gefragt am Anfang, was ist mein Lieblingswort? Ich habe das mit zwei anderen Worten beantwortet, aber ich verwende immer, auch wenn ich früher Manager war, 32 Jahre in der Industrie und immer schwarz-weiß Entscheidungen getroffen habe. Nachdem ich diese Periode abgeschlossen habe, habe ich gelernt, zu zweifeln ist wichtig. Zu zweifeln, hinterfragen ist enorm wichtig. Ja, wir wollen ja heute auch darüber sprechen, welche Auswirkungen der eskalierende Nahostkonflikt auf das Leben hier in Deutschland hat. Um das tun zu können, sollten wir, denke ich jetzt, zunächst auch noch über die Hintergründe der Eskalation der Gewalt in Israel und im Gazastreifen sprechen. Die Situation ist sehr komplex. Können Sie dennoch, wir haben es gerade eben von Schwarz-Weiß gehabt. Können Sie dennoch auf den Punkt bringen, was muss man wissen, um die aktuelle Situation zu verstehen? Also ich glaube, eines müssen wir klar aussprechen, was am 7. Oktober geschehen ist. Das ist pures Massaker, Barbarei, unmenschliches Verhalten. Das muss man immer wieder aussprechen. Ein anderer Punkt ist aber der Nahostkonflikt. Ich behaupte, dass diese Hamas-Terrororganisation nicht die Masse der Palästinenser vertritt. Das ist also mein Grundsatz, um überhaupt zu verstehen, wie ich argumentiere. Hamas ist natürlich auch eine Partei, die in Westjordanland, in der palästinensischen Autonomie, wichtige Rolle hat. Klammer auf, leider. Trotzdem, die Palästinenser sind nicht Hamas. Ja. Das ist meine innere Überzeugung. Ja. Nochmal, der 7. Oktober wird ein nationaler Trauertag sein im Judentum, nicht nur in Israel, wird mit Sicherheit genauso wie 27. Januar in Europa, weltweit. Der 7. Oktober wird ein nationaler Trauertag sein, bin ich absolut sicher. Aber das ist eine Barbarei, ein Massaker. So, wenn wir all das verarbeitet haben und verinnerlicht haben, dann müssen wir sagen, der palästinensisch-jüdisch-israelische Konflikt liegt schon von der Balfour-Deklaration 1917, wo man gesagt hat, der Außenminister in Großbritannien, es muss eine jüdische Heimstätte sein für die Juden in Palästina. Und
da ist schon der Konflikt begonnen und natürlich eskaliert dann bei der Staatsgründung Israels am 15. Mai 1948. Staatsgründung und 6 arabische Staaten waren damit nicht einverstanden. Krieg entstand 1949, war ein Waffenstillstand. Israel hat dann akzeptiert den Waffenstillstand. Und da anschließend waren zig Kriege, die immer wieder darum ging, Israel-Palästina-Konflikt. Und es war natürlich eine Situation in Oslo, wo man gesehen hat, möglicherweise gibt es Wege 1992, 93, wo Wege gibt, um die Gründung eines palästinensischen Staates, ist gescheitert. Insofern muss man einfach sagen, dieser Konflikt ist über 100 Jahre alt. Und ich wage zu sagen, ich kenne viele, viele Freunde, Professoren, die sagen, ohne die Lösung des Konflikts, ohne die Gründung eines palästinensischen Staates, haben Israel und Palästina kein Platz in dieser Region. Ist eine harte Aussage, aber im Prinzip, einer der Freunde von mir, ein Professor, sagte ziemlich deutlich in Israel, ein israelischer Professor, sagte ziemlich deutlich, und da gibt es viele, viele Menschen, die in Israel und in Palästina, die sagen, es muss ein Weg gefunden werden, um einen Staat Palästina gründen zu können. Wie auch immer, Grenzen und. Es ist nicht der Platz, dass wir darüber sprechen. Ja, also wenn wir jetzt nochmal zu dem Massaker vom 7. Oktober zurückgehen. Die Publizistin Caroline Emke hat einen sehr, also finde ich, sehr klugen Artikel geschrieben, in dem sie davon schreibt, von dem aktuellen Schmerz der Angehörigen der Opfer des Massakers einerseits und vom alten Schmerz des Traumas der Shoah, das dadurch auch wieder aufbricht. Die Verzweiflung, nirgends heimisch und nirgends sicher zu sein. Und sie schreibt auch, es geht nicht ohne die Anerkennung der jüdischen Erfahrung der Schutzlosigkeit und der historischen Ursache dafür, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fragt sie, gilt die Anteilnahme an der Not der Zivilisten in Gaza als Absage an Anteilnahme an jüdischer Trauer? Was würden Sie dazu sagen? Ich sage, ich unterstütze diese Aussage. Vielleicht muss man nicht einerseits, andererseits, sondern muss man zwei Säulen bauen. Einmal die Shoah-Erfahrung. Die Shoah-Erfahrung liegt sehr tief in der jüdischen Welt. Der bekannte, renommierte israelische Philosoph Yuval Harari schrieb mal ein Artikel neulich, vielleicht vor 2 Wochen, in der Zeitung Haaretz, auf Hebräisch natürlich. Und er bezog sich auf die Massaker in Chisinau. Chisinau sagt man heute, Chisinau. 1903, wo unschuldige 49 Juden und Jüdinnen ermordet wurden, massakriert wurden und Hunderte Verletzte. Das war wo? In Chisinau. Chisinau ist heute Moldawien. Aber im Prinzip Ukraine, damals Ukraine. Pogrom. Und der jüdische Nationaldichter Haim Nachlam Bialik schrieb dazu ein Gedicht.
Und dieses Gedicht konzentrierte sich darum, ihr sollt junge Menschen nicht alles dulden. Ihr müsst Aufstand, ihr müsst euch wehren. Mhm. Und Yuval Harari schrieb mal in Haaretz, dieser Massaker 2023, 7. Oktober, bringt uns zurück zu Kischinew. Die Idee der Staatsgründung Israels war, dass Juden einen Platz haben, wo sie sicher leben können. Und das ist die Existenzgrundlage ist jetzt dadurch gefährdet. Das ist die Betroffenheit jüdischer Seite. Ich in meinen jüdischen Werten, da ich viele, viele palästinensische Freunde habe, in Deutschland und auch in Israel. Selbstverständlich bin ich in Trauer, wenn ich die Tausende und Abertausende Kinder, Frauen und Männer, die unschuldig getötet werden durch die Bombardierung meiner Armee. Und deshalb sage ich, das ist nicht einerseits, andererseits, sondern zwei parallele Betrachtungen. Mhm. Und meine jüdischen Werte, die basieren natürlich auf den jüdischen Quellen und, sagen, höre den anderen zu. Lerne die Perspektive, die Narrative, die Geschichte des anderen auch. Nur so kann man dann ja irgendwann mal einen Ausweg finden. Ansonsten ist es ja, wenn Ressentiment immer wieder auf Ressentiment trifft, das ist ja genau das, was die Gewalttäter wollen. Das ist ein Erfolg, natürlich Erfolg von Hamas. Das selbstverständlich, wir reden jetzt hier am Masse, ich sitze in einem bequemen Stuhl. Es ist was anderes, wenn sie vor Ort sind und ständig bedroht sind. Ja. Trotzdem, die erste Reaktion in Israel, fast zu 80% der Bevölkerung, wage ich zu sagen, also auch diejenigen, die anders denken, Wut und gewissermaßen Rache. Für die ersten Momente ist das vollkommen verständlich. Die Frage für die Zukunft, für danach, ist das schrecklich. Der Konflikt schwappt ja tatsächlich auch nach Deutschland. Auf die Straßen, in die Klassenzimmer, auf die Schulhöfe. In Berlin gab es rund 50 Vorfälle bislang an Schulen, Schmährufe, Provokationen mit Palästinensertüchern. Jüdische Schüler werden beschimpft, Lehrkräfte bedroht. Was kann man dagegen tun, dass dieser Konflikt eben nicht auch noch weitergetragen wird in die Schulen? Das ist auch nachweisbar, dass mindestens seit dem Sechstagekrieg 67. Immer wieder, wenn Konflikte auftreten, kriegerische Konflikte, und leider ist das ständig da, merkt man das in der ganzen Welt. Einerseits die Menschen, die aus arabischen Ländern stammen, und ich denke auch die Menschen, die Antisemiten sind, in Deutschland, in USA, in Frankreich, wo auch immer. Insofern, was heute passiert, ist eine Wiederholung, was vor einigen Jahren auch passierte. Was kann man dagegen tun? Vielleicht noch eine Ergänzung. Natürlich, die Menschen in den arabischen Ländern kennen nur eine Narrative. Nur einige wenige kennen die andere Narrative. Mhm. Und deshalb werden sie sehr häufig so erzogen, dass die Juden
und die Israelis sind die Böse. Mhm. Ich habe schon gestartet vor Corona ein Projekt mit einem sunnitischen jungen Mann, ein sunnitischer Islamwissenschaftler, türkische Abstammung, also hier geboren, aber die Eltern waren Gastarbeiter. Mhm. Hat hier studiert, promoviert. Er könnte mein Sohn sein. Und wir haben gestartet, ein Projekt nannte man Tandem. Der alte Rabbiner, der ehemalige israelische Soldat und Israeli, geht mit einem jungen muslimischen Wissenschaftler in Schulen, um zu zeigen, wir vertragen uns, wir können miteinander sprechen, wir können miteinander streiten. Und wir haben das in Niedersachsen erstmal im Raum Hannover, im Schulverwaltungsblatt annonciert, dieses Projekt. Und wir wurden überrannt. Das war 2019 vor Corona. Mhm. Überrannt vor Schulen. Und wir waren in mehreren Schulen, manchmal in zwei. Unsere Idee war nicht nur Diskussion, sondern ein Workshop mit Schülerinnen ab, meistens ab 10. Klasse. Und da haben wir workshopartig auf Flipchart Dinge aufgeschrieben und haben Diskussionen ausgelöst. Mhm. Zielsetzung ist Demokratieförderung, Abbau von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und auch gegen Antisemitismus. Aber nicht Antisemitismus im Vordergrund, sondern Förderung der Demokratie. Mhm. Leider kam Corona und dann wurden wir, das haben wir beendet. Und jetzt, in diesem Jahr, im März, habe ich mit der Kultusministerin hier gesprochen und da hat sie gesagt, Gabor, wir duzen uns, wir kennen uns lange, dieses Projekt müsste man fortsetzen. Und da habe ich eine junge Muslima gefunden, die jetzt gerade ihr Jurastudium beendet hat. Eine Freundin, ebenfalls eine türkische Abstammung, hier geboren. Haben wir das Projekt beschrieben, wieder im Schulverwaltungsblatt im September veröffentlicht. Komischerweise haben wir keine einzige Anfrage bekommen. Steht im vollkommen Widerspruch zu dem Artikel, das war gestern in Hannoverscher Allgemeinen Zeitung, auf dem Titelblatt: Schulen beklagen die Situation, die Lehrer sind überfordert, Antisemitismus und es müsste Demokratieförderung stattfinden. Ja. Gerade das Gegenteil, was wir angeboten haben. Ich hoffe, dass aufgrund dieser Ereignisse doch noch was stattfindet. Wir sprechen immer Bildung, Bildung, Bildung. Das ist Schlagwort. Ich glaube, nur so können wir was tun, wenn nicht nur ein sturer Vertreter von Judentum oder von Israel, sondern eine Persönlichkeit wie ich zum Beispiel mit großer Lebenserfahrung, mit einer jungen Muslima, im Dialog zeigen, wir können miteinander sprechen und wir fordern auch die Klasse mit uns zu diskutieren. Und ich muss dann Beschimpfungen meinetwegen von Schülern erstmal ertragen und ich muss mal schauen, woher kommt das und versuchen zu argumentieren. Deshalb, ich habe nichts dagegen, wenn hier friedlich für Palästinenser protestiert werden. Friedlich, für meinetwegen, für eine Entstehung eines palästinensischen Staates. Ich habe absolut kein Verständnis, wenn hier applaudieren wird für Hamas-Massaker. Dafür habe ich null Toleranz. Als Seniorrabbiner betreuen Sie eine Gemeinde in Hamburg aktuell, haben Sie vorhin im Vorgespräch erzählt.
Welche Rückmeldungen bekommen Sie von den Gemeindemitgliedern? Wie äußert sich die Angst, das Gefühl, bedroht zu sein als Jude oder als Jüdin in Deutschland? Da habe ich auch zwei Aussagen dazu. Mhm. Einerseits muss ich akzeptieren, wenn jemand mir sagt, ich habe Angst. Muss ich einfach hinnehmen. Mhm. Ich hatte die Ehre, die Chance, gerade eine Woche nach dem Massaker am Freitagabend einen Gottesdienst in Hamburg zu führen. Und da habe ich gesagt, in der Vorplanung mit den Kultuskommission habe ich gesagt, ich möchte gerne heute den Gottesdienst stark kürzen. Natürlich Gebete sagen auf Hebräisch und auf Deutsch für den Frieden, für die israelischen Soldaten, für Heimkehr der Geisel, die immerhin 220 Geisel da sind, Unschuldige, junge Menschen oder alte Menschen, die einfach im Süden von Israel getanzt haben und gefeiert haben. Ja, das mache ich, aber anschließend möchte ich einen runden Kreis bilden, damit wir die Chance haben, mindestens 1,5 bis 2 Stunden miteinander zu sprechen. Und ich möchte keinen Monolog halten. Ich möchte gerne 1, 2 Stichworte als Impuls geben, aber ich möchte eure Stimme hören. Eure Empfindungen, eure Beziehung zu Israel, eure Ängste, spricht bitte aus. Mhm. Und in der Tat waren wir 2 Stunden zusammen und anschließend bekam ich Rückmeldungen von allen, wie gut das war. Zu den Ängsten habe ich, wie ich vorher sagte, 2 Meinungen. Mhm. Einmal, selbstverständlich akzeptiere ich von jedem, der sagt, ich habe Angst. Meine andere Meinung ist, und das kann ich verallgemeinern für meine Gemeinde auch hier in Hannover, ihr seid zu 95% oder 99% auf der Straße als Jude oder Jüdin überhaupt nicht erkennbar. Insofern, die Angst kommt, weil ihr die schlimmen Bilder seht von den Straßen, wo ihr meistens gar nichts mit demonstriert. Das sind meistens christliche Freunde und einige natürlich Juden, die mit israelischer Fahne und so. Also die meisten sind christliche oder einige vielleicht sogar säkulare Menschen. Mhm. Ihr seid gar nicht dabei. Also eure Angst ist nicht direkt. Mhm. Aber ich verstehe eure Angst, weil ihr die Bilder seht von Israel, wo ihr eure Freunde und eventuell auch Familie habt, die vollkommen direkt betroffen sind. Es gibt leider manche Ecken, insbesondere in Berlin, ich nehme an anderen Orten auch, wo in der Tat ist schwierig, nicht nur in Berlin. Ich habe vorgestern gelesen in den USA, in 3 Wochen der Anti-Israelismus um 400% gestiegen. Ich bezeichne das bewusst Anti-Israelismus. Was ist es, was Ihnen Kraft gibt? Die Hoffnung, Sie haben am Anfang gesagt, Erinnerung und Hoffnung auf eine Besserung der Situation nicht zu verlieren. Da muss man ehrlich mit sich selbst sein. Israel ist umgeben mit arabischen Staaten, die Muslime sind, die meistens nicht diese Idee der Kultur aus Europa, die Gründer Israels stammen aus der ehemaligen Sowjetunion, aus der Ukraine und. Natürlich, Israel hat sich
verändert, die große Zuwanderung aus den Maghreb-Staaten mit mir zusammen damals, 56 und später. Mhm. Also Israel hat sich total verändert, aber trotzdem hat ein liberaler, demokratischer Charakter. Obwohl, ich war jetzt im Juli in Israel, ich war zweimal dabei in der Protestaktion gegen die jetzige Regierung. Insofern, trotzdem sage ich, in Israel herrscht eine liberale, demokratische Auffassung. Mhm. Auch das Wesen des Judentums basiert nicht nur auf Gebet, sondern auf humanistischen Werten. Mhm. Und Israel ist umgeben von Staaten, die all das nicht haben. Meine Hoffnung in Israel ist, dass am Ende dieser kriegerischen Auseinandersetzung, wie lange das dauert, das kann heute keiner beschreiben. Mhm. Noch 10 Tage, 10 Wochen, 10 Monate oder mehrere Jahre, wissen wir nicht. Aber am Ende, das israelische Volk wird erkennen, dass unsere Werte zu Humanismus führen müssen und damit wir Juden auch dafür sorgen, dass ein friedliches Nebeneinander mit Palästinensern stattfinden kann. Mhm. Das ist Hoffnung in Israel. In der Diaspora, in Deutschland, Amerika, Ungarn, Frankreich. Das ist ein langer Prozess, langer Prozess. Wir dürfen nicht vergessen, dass Antisemitismus ist ein neuer Begriff. Antijudaismus ist sehr stark in der christlichen Lehre verwurzelt. Insofern hier in der Diaspora und auch in Deutschland ein langer, langer Weg. Muss sozusagen entlernt werden, ähnlich wie Thema Rassismus. Exakt. Mhm. Ich habe das Beispiel gezeigt, zusammen mit meiner Frau, 2015, Ende 2014, 2015, haben wir gesagt, ich als Israeli, als Soldat, als Reservist und als Rabbi muss ich wem helfen? Angeblichen Feinden. Also, wir haben Syrer geholfen. Eine kleine syrische Familie, das Bild können Sie hier sehen, gehört zu unserer Familie. Und wir sind Großeltern eines kleinen syrischen Kindes, der hier geboren ist vor 3 Jahren, Sam. Das ist der beste Beweis, dass wir versuchen, mit unseren angeblichen Feinden eine Verständigung zu haben. Und die schätzen und die sagen, ihr seid unsere Ersatzeltern. Also nicht immer wieder zu sagen, wie Juden und Christen immer wieder sagen, auf Kanzel, Tikkun Olam, Verbesserung der Welt, die Messlatte ist zu hoch. Wir müssen die Messlatte viel niedriger stellen, viel, viel niedriger, in unserer unmittelbaren Umgebung, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Sportverein und. Im Jetzt und Hier. Mit den kleinen persönlichen Beispielen. Ja. Nicht nur Schabbat-Predigten halten oder Sonntagsreden, sondern tun. Ja. Tun. Vielen, vielen Dank, Herr Lendjell, für das Gespräch. Gerne. Das hat mir viel Freude gemacht. Mir auch. Herzlichen Dank. Das war das Gespräch mit Gabor Lendjell, Rabbiner, ehemaliger Manager und Deutsch-Israeli. Das Gespräch mit Gabor Lendjell hat mich bewegt. Mich beeindruckt seine Offenheit, mit der er sich zum Beispiel Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern stellt, die manchmal unbequem und schmerzhaft sind. Mir hat das Gespräch eine neue Perspektive auf die aktuellen Ereignisse in Israel, im Gazastreifen und auch bei uns hierzulande eröffnet. Nach der Aufzeichnung des Gesprächs ist übrigens das jüngste Lagebild Antisemitismus der Amadeo-Antonio-Stiftung erschienen. Das Lagebild stellt einen massiven Angriff auf jüdisches Leben in Deutschland und auf Orte der Erinnerung an die Shoah, wie zum Beispiel KZ-Gedenkstätten, fest.
Betroffen sind auch Veranstaltungen gegen Antisemitismus, die aufgrund der akuten Gefährdungslage abgesagt werden. Die Bekämpfung von Antisemitismus, von Hass und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden ist wichtiger denn je. Den Link zum Lagebild Antisemitismus findet ihr in der Bio. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.